Hallo und herzlich willkommen zur bereits sechsten Folge von Asperger Talk. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich tatsächlich sechs Folgen durchhalte, aber es ist nun mal so. Ich habe eigentlich schon im letzten Video dazu aufgerufen, mir zu schreiben, was für Themen ich denn so behandeln könnte, und eins ist mir dabei besonders herausgestochen, und das ist: Wie gehst du mit den ganzen äußeren Einflüssen rum? Also Lärm, Umgebung und so weiter. Das alles werde ich in diesem Video jetzt einmal hier thematisieren. Und wundert euch übrigens nicht, dass ich immer die Lichter hier anhabe, und das wird nicht immer am Abend aufgemacht, aber die Beleuchtungsverhältnisse sind einfach am besten. Vorführen tue ich das, glaube ich, mal in einem Special-Video. Ich habe mittlerweile die 104 Abonnenten, habe ich seit, ja, Stand 10 vor 2, habe ich 104 Abonnenten. Nochmal vielen Dank, ein Special wird vielleicht nochmal folgen. Gut, aber das heutige Thema handelt davon: Wie gehe ich mit äußeren Einflüssen um? Sehr viele Asperger-Autisten haben ein großes Problem mit Massen und Lärm. Bei mir ist es eigentlich nicht anders. Ich könnte niemals in eine Disco gehen, es wäre mir viel zu anstrengend. Erstens die ganzen Menschenmassen, das kann ich schon mal nicht ab. Und zweitens auch noch diese ganze Zeit diese laute, penetrante Musik, das mag ich nicht. Also Disco feiern könnt ihr mit mir absolut vergessen, deswegen gehe ich auch zu sowas nicht hin. Ich habe da einfach keine Freude dran. Viele werden daran Freude haben, aber ich nicht. Deswegen scheue ich auch Feiern. Es kommt aber auch immer auf die Situation an. Also ich war jetzt vor einer Woche so, bin ich ins Casino eingeladen worden. Bin ich hin, es war da auch ziemlich voll. Es war auch super anstrengend für mich, die 2 Stunden, die ich da gewesen bin, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Alles total verschwitzt und sowas, also anstrengend, die ganze Zeit irgendwie so der Druck, oh, so viele Menschen und sowas. Aber wenn man sich dann durch so Roulette oder sowas ablenkt, ist das doch eigentlich schon eine ganz gute Sache. Das hilft mir dann da schon mal, das ein bisschen zu bewältigen. Wenn ich ja die ganze Zeit nur gesessen hätte, hätte ich es da nicht länger als eine Viertelstunde ausgehalten. Also es kommt immer so auf die Situation an. Dann gibt es noch so andere Orte, wo es voll ist. In Zügen, in Bussen, im Einkaufsladen oder sonst irgendwo. Ja, das ist eigentlich immer die gleiche Situation. Man muss nur irgendwie sehen, wie man sich ablenkt. Das ist eigentlich das Allerbeste. Wie man sich ablenkt, ist jedem seine Sache. Also, ich hatte schon erwähnt, im Casino, Glücksspiel hat mich da abgelenkt. Dann war es für mich nicht mehr ganz so super anstrengend während der ganzen Sache, aber im Nachhinein eben. Ja. Aber jetzt im Bus und Bahn ist das schon ein bisschen komplizierter. Also in der Bahn zum Beispiel, also wenn man im ICE sitzt oder so, hat man den Vorteil, die Bahn ist leise. Die Bahn ist relativ leise, man hört nicht so viel. Und die Menschen sind, vor allem wenn man erste Klasse sitzen sollte, die Menschen sind ziemlich ruhig. Also hat man da eigentlich seine Ruhe, da steckt man sich ein bisschen Musik für sich selbst hinein, guckt vielleicht einen Film, liest vielleicht was, spielt vielleicht Karten, wenn man noch jemanden dabei hat oder irgend sowas. Ansonsten, Bus ist da schon deutlich schlimmer. Also dieses ganze Geschaukel, sind zwar weniger Menschen als im Zug, aber Busfahren ist für mich deutlich unangenehmer als Zugfahren. Das ist irgendwie einfach so. Zugfahren ist zwar teuer, aber ist für mich eigentlich dann eher die Wahl. Aber ich benutze nicht so oft öffentliche Verkehrsmittel, außer ich fahre zu meiner Schule. Ist also nicht für so das Thema eigentlich. Einkaufspassagen oder sowas, also allgemein, wo sich viele Leute aufhalten. Da kann man dem Lärm eigentlich kaum ausweichen. Man muss sich dann auf sein Ziel fixieren, sagt so, ich brauche 5 Dinge auf der Liste, die kaufe ich schnell ein und dann schnell raus hier. So gehe ich einfach vor. Deswegen falle ich auch nicht auf diese billigen Werbetricks rein. Irgendwie da was hinstellen, so ein Sonderangebot. Das kann ich ausblenden, das ignoriere ich. Ich kaufe nur das ein, was ich auch wirklich aufgeschrieben habe. Nichts sonst. Es kommt nur ganz selten mal vor, dass ich zusätzlich was kaufe. Ja. Dann gibt es noch andere, also ich glaube, wo könnten denn noch viele Menschen sein? Fußballstadion. Ich glaube, es gibt wohl kein Gebäude in Deutschland, wo man mehr Menschen reinkriegt als in ein Fußballstadion. Also es kommt natürlich auch immer auf das Stadion an. Also wenn man jetzt hier irgendwie so zweite Bundesliga oder vielleicht sogar dritte Liga besucht, dann ist das nicht so viel. Aber wenn man jetzt irgendwie zum ersten Bundesligaspiel geht, weil, was weiß ich, Kracher Bayern München gegen Dortmund, dann kann das schon mal anstrengender werden mit so 70.000 Menschen oder so, in Dortmund sogar 80.000, also richtig viele. Also da passt die Stadt, in der ich wohne, viermal rein in Dortmund.
Das ist dann schon relativ stressig, aber ich komme damit gut klar. Also wenn ich jetzt auf Sitzplätzen sitzen sollte, dann komme ich damit gut klar. Wenn ich im Stehblock sitze, ist das schon wieder eine ganz andere Sache. Da fühlt man sich so super eingeengt, die Leute sind laut, sie rauchen, die saufen. Man kann nichts sehen, das ist kein schönes Gefühl. Es ist zwar deutlich teurer zu sitzen, aber wenn ich dann mal zu einem Fußballspiel gehen sollte, was eher selten vorkommt, ich war früher häufiger im Fußballstadion, aber auch nur zweite Liga, dann würde ich die Sitze immer bevorzugen. Stehblock, wenn das ansteht, würde ich selbst zu meinem Lieblingsverein Eintracht Frankfurt nicht hingehen, weil das ist mir im Stehblock einfach viel zu anstrengend. Ja, und das ist eben nicht so gut, ne? Also zusammengefasst, Vermeidungsstrategien muss jeder selbst sehen, was er macht. Ich behaupte, die beste Strategie ist Ablenkung oder den Ort verlassen, wenn es denn gar nicht anders geht. Ansonsten lässt sich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Gucken, diese ganze Reizüberflutung, die kann für Asperger-Autisten sehr anstrengend werden. Deswegen, falls ihr jemanden kennt, der das hat, jetzt mal an die Nicht-Autisten, falls ihr jemanden kennt, der das hat, nötigt ihn nicht dazu, irgendwelche Partys oder so gegen seinen Willen zu besuchen. Nur wenn er es wirklich sagt. Und dann müsst ihr euch auch vergewissern, ob er das wirklich will oder ob er das nur euretwegen macht, damit er nicht unhöflich ist oder sowas. Da müsst ihr mal sehen, weil für mich persönlich bedeutet sowas purer Stress. Da habe ich dann kaum Freude dran. Aber wie ich schon sagte, es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Vor allem, wenn man im Team ist, dann kann das auch schon mal besser sein. Wenn man alleine ist, ist es ganz besonders schrecklich. Gut, das war jetzt die sechste Folge. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Das nächste Thema könnt ihr mir auch wieder in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wollt, dass ich bestimmte Themen, die ich bereits behandelt habe, nochmal vertiefe, dann schreibt mir einfach schön Kommentare rein. Schreibt mir Fragen, Kritik etc. Eure persönliche Geschichte, wenn ihr Autisten seid. Ich mache noch einmal darauf aufmerksam. Daran bin ich sehr interessiert. Und dann kann ich das auch ins Video mit einbeziehen. Ich wäre unglaublich interessiert daran, wenn ich Geschichten hätte zum Vergleich. Natürlich wird alles vertraulich behandelt. Ihr schreibt mir eure Geschichte, euren Namen brauche ich nicht, die sind unwichtig, nur euer Geschlecht und euer ungefähres Alter. Also ich muss wissen, ob ich ein sechsjähriges Kind von mir habe und die Mutter das geschrieben hat, oder ob das ein 15-Jähriger oder ein 30-Jähriger, vielleicht auch sogar ein 70-Jähriger oder so sein kann. Deswegen würde ich da gerne individuell drauf eingehen. Ich bin ein großer Individualist und deswegen spreche ich nicht besonders gern für die Masse. Lässt sich aber auch nicht immer vermeiden. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Seid immer respektvoll und tolerant gegenüber den Asperger-Autisten. Und zu allen anderen Menschen möglichst auch. Das gelingt mir zwar selber nicht so sehr manchmal, aber trotzdem, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nochmal frohes Neues hinterher. Und damit sage ich Ciao.